Hallo und herzlich willkommen zu unseren Simba-Einführungsvideos. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie einen einfachen Sauerstoffregler einfügen können. Öffnen Sie Ihr Simba-Projekt und wählen Sie in der Bibliothek Wastewater das passende Reaktormodul aus. In diesem Beispiel verwenden wir den CSTR-Nitri-Extern-Block. Durch einen Doppelklick können Sie den Block nach Ihren Wünschen parametrieren. Sie können den Block auch umbenennen, wenn Sie auf den Blocknamen klicken. Für die Sauerstoffregelung werden eine Reihe von Blöcken aus verschiedenen Bibliotheken benötigt. Unter Global Measuring finden Sie ein Sauerstoffmessgerät. Die Bibliothek ICA and Signal stellt unter Control and Dynamic einen PID-Block bereit. Um einen Sollwert vorgeben zu können, wählen Sie außerdem den Quellblock für konstante Signale. Zuletzt fügen Sie einen Belüfterblock aus der Aeration-Bibliothek ein. Um einen Block in die richtige Position zu drehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Block und wählen Sie Block rotieren oder drücken Sie STRG R auf Ihrer Tastatur. Schließen Sie nun das Sauerstoffmessgerät an den Ausgang des Belebungsbeckens an. Verbinden Sie dann den Ausgang des Messblocks mit dem X-Eingang des PID-Blocks. Ändern Sie den Namen des Konstantblocks zu O2-Sollwert und seinen Wert auf 2 mg pro Liter. Schließen Sie nun diesen Block an den W-Eingang des PID-Blocks an. Ändern Sie den Namen des PID-Blocks zu O2PI und deaktivieren Sie den D-Anteil des Reglers. Als Reglerverstärkung wird das 15-fache Volumen des Belebungsbeckens gewählt. Einige Parameter erlauben die Darstellung als Formeln. Mit einem Sternchen können Sie multiplizieren und mit einem Schrägstrich dividieren. Die Nachstellzeit wird auf 10 Minuten eingestellt. Da die Zeit hier in Tagen angegeben werden muss, wird durch 24 und durch 60 geteilt. Die Grenzen des Reglers werden zwischen 0 und 1 Million gewählt. Schließlich wird der Belüfter umbenannt und die Anzahl der Belüfterelemente auf 1500 festgelegt. Wählen Sie außerdem die richtigen Modelltypen für die Ein- und Ausgänge, indem Sie Only O2 Input einstellen. Nun können Sie den PI-Block an den Belüfter und diesen an das Belebungsbecken anschließen. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video angesehen haben und weiterhin viel Spaß mit Simba!